Es geht wirklich ganz schnell. Nö, gar keine Fragen. Also wir haben schon mal nichts getrunken. Ihr habt den komischen Hustensaft Absinth getrunken und ich habe nur Wasser getrunken. Aber erstmal egal. Sabrina, hast du kurz Zeit? Für dich nicht, Süße. Es läuft nicht so gut mit eurem Projekt. Wenn ich du wäre, dann würde ich mich mal ein bisschen anstrengen, sonst wird das nämlich nichts. Danke für den Tipp. Nichts zu danken. Also dann, tschüss. Ja, tschüss. Die mag mit uns nie reden. Die ist richtig, richtig eingebildet, die Tussi. Aber so richtig. Was öffnet er mir das jetzt? Obwohl, wir können ja mal gucken, was wir noch machen müssen. Live-Show vorbereiten. Ja, gucken wir mal, dass wir das vielleicht erst machen können. Wir reden erstmal mit allen. Da können wir nichts falsch machen. Du verstehst mich doch, Mutti, oder? Hey, meine Agnes, Mama. Na, wie geht's? Na, muss doch, oder? Entschuldige, Lisa, ich habe wirklich viel zu tun. Wir sprechen später, dann ja? Halt nicht. Alles klar. Mit mir möchte keiner reden. Ach, na dann. Also dann, wir sehen uns. Ja. Wir sehen uns. Zurück. So. Ja, halt nicht. Da steht der Beamer. Da muss ich jetzt mal gucken, wie das funktionieren soll. Das ist jetzt bestimmt schwer. Was mitnehmen? Wieso mitnehmen? Ich wollte den anklemmen. Wie geht's ab? So, reden wir mal mit dir. Guten Tag, Herr Haas. Na, wie kommen Sie voran? Wo ist Frau Kirchbach? Oh, sie ist auf dem Weg. Sie müsste gleich bei Ihnen sein. Wer es glaubt? Ich wollte mich nach dem Status erkundigen. Nach welchem Status? Wie weit sind Sie? Machen Sie Scherze? Nicht sehr weit, wie Sie sich denken können. Wann schätzen Sie, werden wir die ersten Arbeiten zeigen können? Meine Maus. Wenn wir so weiterarbeiten, meine Liebe, dann werden wir gar keine Arbeiten zeigen können. Nicht so frech. Meinen Sie, wir halten den Termin für die Präsentation? Das hängt nicht zuletzt von Ihnen ab, oder? Strengen Sie sich mal ein bisschen an. Sie haben doch die Projektleitung. Also, leiten Sie mal schön. Ja, Sie haben recht. Es muss etwas passieren. Ich habe noch eine Frage. Oh, nur noch. Das sind aber zwei. Ich brauche noch mal Ihre Hilfe, Herr Haas. Ich brauche auch Hilfe. Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich kümmere mich darum. Wir müssen zusätzliche Modellpuppen bestellen für Frau Kirchbachs Arbeiten. Welche Arbeiten denn? Bis jetzt hat sich Frau Kirchbach hier noch keine 2 Minuten blicken lassen. Ihre Entwürfe sind auch nicht da. Ich wüsste also gar nicht, wozu sie jetzt Puppen braucht. Ich muss das trotzdem vorbereiten. Bitte, Herr Haas. Hat Sabrina denn nicht Ihre Nummer? Muss ich das nun auch noch selber machen? Wie wäre es, wenn Sie Ihren Job machen würden und ich mache inzwischen den meinen? Die Sache mit den Puppen ist wirklich sehr wichtig. Dürfte ich kurz unter eine von den Puppen schauen, die wir schon haben? Ich kann die Nummer auch selbst von der Herstellerprägung abschreiben. Dann verliere ich doch noch mehr Zeit. Wieso besorgen Sie sich die Nummer denn nicht auf dem normalen Weg? Sie müssten doch nur kurz eines Ihrer Hemden von einer der Puppen nehmen. Ich schreibe die Nummer ab und danach bin ich sofort wieder weg. In Gottes Namen, ja. Bevor Sie mir noch weiter auf die Nerven gehen, sehen Sie nach. Habe ich jetzt die Nummer? Ich habe auch keine Nummer. Schaufensterpuppe. Da sieht man eine Prägung. Kann ich nicht drehen? Habe ich sie jetzt? Modellpuppen, ja, okay. Da haben wir sie. Sollt ihr auf den Puppen nachgucken. Da rufen wir mal dort an. Und ja, ich nehme jetzt nicht extra mein Festnetz.
Modellpuppen. Guten Tag, hier ist Lisa Plenske von Gerima Moda. Ich hätte eine Bestellung aufzugeben. Ja, richtig. Ja, das wäre alles. Ein Bestätigungsfax brauche ich noch. Ja, genau, danke. Wiederhören. So, wiederhören. Jetzt bekommen wir bestimmt wieder einen Fax. Das dauert. Fax, komm raus. Da liegt ein Fax im Faxgerät. So, Ihre Bestellung, bla bla bla, das kennen wir ja schon, haben wir ja schon. Das ist eigentlich dasselbe Schreiben. Die kosten, 641,70 €. Okay. Weiterleiten an Brambach. Fertig. So. Ah, da ist bestimmt das Teil. Hier ist er. Pass gut drauf auf. Wir haben nur den einen. Wann meinst du, bist du fertig? Keine Ahnung. Mal sehen. Ich habe so ein Ding auch noch nie genauer angesehen. Ein paar Tage wird's schon dauern. Das ist okay. Ich hole ihn dann bei dir ab, ja? Alles klar. Du schuldest mir was, ne? Du weißt schon, ein Date. Okay, ich mach mich dann mal an die Arbeit. Bis bald. Den Punkt kann ich abhaken. Mit dir haben wir schon gesprochen, oder? Ja. Du willst nichts mit uns. Hier ist nichts. Wir haben eigentlich jetzt schon mit allen gesprochen. Außer mit einem. Gucken, ob wir inzwischen mal mit dir haben wir auch schon gesprochen. Können wir eigentlich jetzt mal inzwischen mit dir reden? Herr von Bramberg, könnte ich Sie jetzt kurz sprechen? Nein, ich habe zu tun. Es wäre relativ dringend, Herr von Bramberg. Was gibt es denn, Herrgott? Alter, nervt doch nicht. Es geht nochmal um den Abend letzte Woche. Was gibt's dazu noch zu sagen? Öffnen Sie doch bitte kurz die Tür. Es ist alles gesagt, Frau Plenske. Vergessen Sie die Sache und kümmern Sie sich um andere Dinge. Du warst doch davor. Es geht um Herrn Seidel. Ah ja. Warten Sie, ich öffne Ihnen. Danke. So, also... Herr Seidel hat sich mit Frau Kirchbach in sein Büro eingeschlossen. Und? Sie sind doch nicht etwa zu mir gekommen, um zu petzen? Nein, nein, nein. Mir ist das wirklich sehr unangenehm, Herr von Bramberg. Aber solange Herr Seidel Frau Kirchbach in Beschlag nimmt, kommen wir mit dem Projekt nicht vorwärts. Ich vertraue da ganz auf Ihre Fähigkeiten, Frau Plenske. Und auf die Kompetenz von Herrn Seidel und Frau Kirchbach natürlich. Mhm. Herr Seidel? Frau Plenske, was kann ich noch für Sie tun? Sind Sie schon fertig mit den Vorbereitungen für morgen? Noch nicht, aber ich bemühe mich. Ja, tun Sie das. Ich habe zu tun. Da hören Sie es, Herr von Bramberg. Ja, ich höre es. Das haben wir gleich. Oh, David, hier ist Richard. Richard? Oh, Moment. Ich mach die auf. Ja, eine gute Idee. Deine Assistentin hat nämlich ein paar Fragen an dich. Ich habe ein paar Dinge zu klären, Herr Seidel. Und dafür muss Herr von Bramberg hierher zitiert werden? Wenn du sonst nicht öffnest, offenbar ja. Ich schlage vor, dass du deiner Assistentin ein bisschen von deiner wertvollen Zeit opferst. Gut. Also, Frau Plenske. Frau Kirchbach muss bitte sofort ins Atelier kommen. Wie kann ich dazu? Diese Assistentin hat ja noch nicht einmal meine Entwürfe aus Düsseldorf besorgt. Das ist veranlasst. Und Herr Haas wartet wirklich dringend auf Ihre Mitarbeit, Frau Kirchbach. Ich möchte Sie nicht drängeln, aber wir haben sehr wenig Zeit und wir müssen auf die Einhaltung unseres Plans achten. Frau Plenske hat wahrscheinlich recht. Annabelle, sehen Sie mal im Atelier vorbei. Und wir zwei, Frau Plenske, unterhalten uns später noch über Ihren Kommunikationsstil. Und er beamt sich auf einmal weg. Auch nicht schlecht. Herr Seidel, kann ich Sie kurz sprechen? Nein, ich sagte Ihnen doch jetzt nicht. Ich habe nur ein paar ganz kurze Fragen. Herr Seidel? Frau Plenske, jetzt nicht, bitte. Ich komme dann später nochmal. Herr Seidel? Ich nerv dich jetzt. Herr Seidel, ich bin's nochmal. Haben Sie ganz kurz Zeit? Nein, Frau... Ich komme...
Jetzt geht das wieder los. Das kann ich jetzt nicht tun. Ja, das kann ich jetzt nicht tun. Ja, was sollen wir tun? Das ist jetzt hier die Frage. Wir gehen mal ins Atelier. Ah, hallo. Schön, dass Sie jetzt gemeinsam an der Sache arbeiten. Ich sehe nicht, dass hier zwei Personen arbeiten würden. Allerdings nicht. Herr Haas versteht sich mehr aufs Herumnörgeln als aufs Arbeiten. Oh, Sie müssen sich sicher erst noch ein bisschen aneinander gewöhnen. Ich freue mich jedenfalls, dass es jetzt gemeinsam vorangeht. Ich muss kurz ein kleines Problem ansprechen. Also, dann bis später. Ja, bis später. Kann ich mit dir nochmal reden? Ich bin's nochmal. Wie ist die Lage? Schlecht. Schlecht. Oh, ich gehe dann besser wieder. Okay. Also, dann bis später. Schwierig. Können wir irgendjemanden anrufen? Warte mal, wie ist das mit den Timo? Wegen den Sachen. Hallo? Timo? Ah. Lisa. Hi. Hey, du klingst aber nicht sehr begeistert. Was ist los? Klappt was nicht in Düsseldorf? Rat doch mal. Ich rufe wegen den... ich rufe Entwürfe wegen an. Der Entwürfe an. Logisch. Logisch, ja. Hast du die Entwürfe bekommen? Es gibt hier keine Entwürfe, Lisa. Ich bin schon wieder auf dem Weg nach Berlin. Okay. Es gibt keine Entwürfe? Was soll das heißen? Das soll heißen, ich war bei diesen Rack Deluxe-Fuzzis und die haben keine Entwürfe. Wie, sie haben keine? Aber Frau Kirchbach hat doch gesagt... Ja, ich weiß. Sie haben überall gesucht, aber eben nichts gefunden. Frau Kirchbach hat auch nichts hinterlegt. Niemand wusste von irgendwas. Sorry, ich konnte nichts machen. Hm. Du musst umkehren, Timo. Wenn du ohne die Entwürfe zurückkommst, gibt es hier eine Katastrophe. Hugo wird ausrasten. Und außerdem kommen wir dann heute wieder nicht voran. Lisa, ich kann die Sachen auch nicht herzaubern. Entweder es gibt keine Entwürfe, oder Frau Kirchbach muss selbst danach suchen. Ich bin jedenfalls bald wieder da. Ach du Schande. Ja. Was mache ich denn jetzt? Tja, keine Ahnung. Du solltest vielleicht mal mit dieser Kirchbach sprechen. Nochmal fahre ich nicht umsonst nach Düsseldorf. Hm. Hier, petzen. Petz mal. Herr Seidel, ich bin's nochmal. Haben Sie ganz kurz Zeit? Nein, Frau Plenske, jetzt nicht. Ich komme dann später nochmal wieder. Ich muss das petzen. Ich bin's nochmal. Wie ist die Lage? Schlecht. Oh, ich gehe dann besser wieder. Muss petzen. Petzen. Frau Kirchbach, ich habe gerade mit unserem Praktikanten Timo telefoniert. Es gibt ein Problem mit Ihren Entwürfen. In der Tat. Mhm. Ja. Frau Kirchbach, wir müssen das Problem lösen. Ich bin ganz sicher, dass Timo die Entwürfe nicht gefunden hat. Er hat auch mit Ihrem Team gesprochen. Vielleicht rufen Sie selbst mal in Düsseldorf an. Wozu? Ich habe die Entwürfe auf meinen Tisch gelegt. Wenn sie jetzt weg sind, dann wird sich jemand dafür verantworten müssen. Aber klar ist vor allem, dass ich so nicht arbeiten kann. Und das ist nicht die erste Panne, die Ihnen hier unterläuft, Frau Plenske. Ich bin gespannt, was Herr Seidel dazu sagen wird. Mit Verlaub, Frau Kirchbach, aber das ist wirklich sehr ungerecht. Sie selbst haben die Entwürfe vergessen und Sie haben bis jetzt auch nicht viel unternommen, um dieses Projekt voranzutreiben. Sie sollten jetzt wirklich... Hören Sie mal, meine Kleine, so muss ich ganz sicher nicht mit mir reden lassen. Was bilden Sie sich ein? Meinen Sie, ich lasse mich von jeder Landpomeranze abkanzeln? Mir reicht es. Sagen Sie Herrn Seidel, ich bin unten in der Bar. Hier kann man nicht arbeiten. Guten Tag. Guten Tag. Das ist ja allerhand. Sie geht in die Bar? Was sagen Sie denn dazu, Herr Haas? Was sollen wir denn jetzt machen? Mir reicht dieser Affenzirkus jetzt auch. Frau Kirchbach ist eine untalentierte Hochstaplerin, aber in einem hat sie recht. So kann man nicht arbeiten. Ich gehe auch. Herr Haas, ich bitte Sie, wer soll denn... Mir komplettement egal, ma chère. So macht man keine Mode, das steht fest. Sie können sich bei mir melden, wenn hier wieder Verhältnisse herrschen, die entfernt einer Arbeitsatmosphäre entsprechen. Schönen Tag wünsche ich. Na danke, geh du auch noch. Schön, was... Ich sollte noch einmal mit David sprechen. Es ist spät geworden.
Der will ja nicht mit mir reden. David. Ach, jetzt. David.